begrüße euch alle ganz herzlich. Wir sind heute in einer sehr kleinen Gruppe hier, Corona-Maßnahmen bedingt. Wir schließen aber viele jetzt mit ein, die gerne jetzt dabei wären, um sich zu verabschieden vom Pfarrer Karl-Heinz. 45 Jahre war hier Pfarrer. Das ist unwahrscheinlich. Er hat Generationen geprägt. Nicht nur das kirchliche Leben, sondern weit darüber hinaus hier eine prägende Gestalt gewesen. In vielem, ihr habt ihn ja besser noch gekannt als ich, eben nur 3 Jahre jetzt, in vielem kann man wohl sagen, war er seiner Zeit voraus. Ein sehr weitsichtiger, weltsichtig denkender Mensch. Das ganze Thema Naturschutz war ihm ein Herzensanliegen und da ist ihm auch sehr, sehr viel zu verdanken, dafür ausgezeichnet worden. Aber daneben war er auch ein Seelsorger, der Menschen begleitet hat. Er war ein intellektuell ganz fitter Mensch, so habe ich in den Gesprächen mit ihm das bemerkt und in den Texten, die er mir manchmal zugeschickt hat. Also Dankbarkeit schreiben wir heute über dieses Begräbnis. Dankbarkeit für diesen Priester, für diesen Pfarrer, der hier so viele Menschen geprägt hat. Lesung aus dem Buch Genesis. Zur Zeit, als Gott der Herr Erde und Himmel machte, gab es auf der Erde noch keine Feldsträucher und es wuchsen noch keine Feldpflanzen. Denn Gott der Herr hat es auf der Erde noch nicht regnen lassen. Und es gab noch keinen Menschen, der den Ackerboden bestellte. Da formte Gott der Herr den Menschen aus der Erde vom Ackerboden und blies in seine Nase den Lebensatem. So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen. Dann legte Gott einen Garten an und setzte dorthin die Menschen, den er geformt hatte, damit er ihnen bebaue und hüte. Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und es war sehr gut. Wort des lebendigen Gottes. Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar. So will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Der hat über viele Jahre nicht nur seine Gemeinde mit seinen Sonntagsgedanken beglückt, sondern per E-Mail auch einige seiner Weggefährten quer durch unser Land bis nach Brasilien zu Bischof Kreutler. Heuer zum Schulschluss im breiten Dialekt geschrieben. Als 8-Jähriger hat er sich erinnert, der Karl-Heinz ist in die Klinik gekommen und in seinem Zimmer ein Bürschel aus der Innsbrucker Bocksiedlung. Karl-Heinz schreibt, der Karteler von damals, ich weiß nicht einmal mehr, wie er geheißen hat, hat nie einen Besuch gekriegt. Ich schon. Tante Irma, eine Cousine von meiner Mama,
ist alle paar Tage gekommen. Sie hat mir ein Buch geschenkt, Robinson Crusoe, und hat uns daraus vorgelesen. Sehr spannend. Der Robinson war allein auf einer Insel, hat sich eine tolle Hütte gebaut, hat Tiere zähmt, im Freien am Feuer gekocht und braten. Mir hat es taugt, aber ihm erst. Der war ganz hin und weg. Die Irma hat Schokolade mitgebracht und frisches Obst aus der Markthalle. Die Hälfte hat sie mir gegeben, die andere Hälfte ihm. Pfarrer hat es zum Schulschluss den Kindern erzählt. Und jetzt weiter, sagt er, als alter Mann fallen mir die alten Geschichten wieder ein. Und warum erzähle ich euch das alles? Weil ich denke, es ist gut, wenn man gut und spannend lesen kann. Und es ist richtig, wenn man alle Menschen mag. Nie jemanden spüren lassen, dass er weniger wert war. Wann bin ich ich? Als Kind, als Erwachsener, als alter Mensch? Die Antwort ist verblüffend einfach. Immer. In jedem Augenblick meines Lebens, da reagiere ich auf meine ganz persönliche Art, wie ich sie seit meiner Kindheit in mir trage. Zwei Erfahrungen, die wir schon im Mutterleib machen, lernen und in unserem Gehirn verankern, die innige Verbundenheit mit der Mutter. Auch nach der Geburt möchte ich verbunden sein, dazugehören, und die Erfahrung, dass ich schon vor meiner Geburt wachse, mich verändere, mich entfalte. Auch nach meiner Geburt möchte ich zeigen, was ich kann. Pfarrer Karl-Heinz, der hat es gewusst. Jeder Mensch lebt aus dem Grundbedürfnis der Geborgenheit und der Weltgestaltung. Er hat beides in einmaliger Weise gelebt und viele, viele Menschen darin bestärkt und ermutigt. Am 5. Oktober 1939 wurde Karl-Heinz Baumgartner in Sams geboren. Sein Vater Karl, Schlosser und Schmied, war Anfang Dezember 1943 bei La Spezia in Italien gefallen. Bruder Herbert kam im Jänner 1944 zur Welt, und viele Jahre war Karl-Heinz, Heinzi, mit seiner Mutter Trudi und Bruder Herbert bei den Großeltern und Tanten in der Landecker Postgarage. Dort hat er schon als kleines Bierbel im langen Hausgang vor der Dachbodentür gebetet und gepredigt. 1959 maturiert, ein junger Mensch mit künstlerischer Ader, vielseitig begabt und interessiert an Religionsphilosophie, Musik, Sprachen. So hat er das Studium der Germanistik begonnen und der Geschichte an der Uni Innsbruck. Und als Mutter Trudi schwer erkrankte, war Karl-Heinz sehr um ihre Pflege bemüht. Ein schwerer Schlag, als sie nach langer, schwerer Krankheit starb. Karl-Heinz hat sich erinnert, meine Mutter ist 4 Tage vor ihrem 44. Geburtstag gestorben. Mit 25 war sie Witwe. Mit Courage, Selbstdisziplin und Fleiß hat sie meinen Bruder und mich nicht etwa nur armselig, sondern bravourös allein aufgezogen. Bald reifte der Entschluss, Priester zu werden. Karl-Heinz studierte an der Theologischen Fakultät in Innsbruck, sehr zugänglich für den Denkansatz des großen Theologen Karl Rahner. Ausgangspunkt allen christlichen Philosophierens und Theologisierens muss die Welt sein, in der man lebt. Alles andere ist dürres Zeug. Am Petrum-Paulstag 1967 zum Priester geweiht, feierte er seine Primiz am 2. Juli in der Stadtpfarrkirche Landeck. 5 Jahre Kobratter in Breitenwang bei Ernst Pohler, 2 Jahre in Wien und einige Zeit in Wilden-West. Und damals, 1975, hatte der Karl-Heinz gehört, dass Walter Eichner von Steg nach Dux kommt und dass sich niemand findet, der ins obere Lechtal will. Kommentar von ihm: Der Bischof kann doch jeden Priester hinschicken, wir sind ja mobil. Es dauert nicht lang, der Bischof meldet sich: Freut mich, dass du nach Steg gehen willst. Naja, so habe ich das auch wieder nicht gemeint. Geh nur, in einem Jahr reden wir wieder, ob es dir gefällt. Und so macht er sich mit seinem orangen 2CV auf den Weg. Es hat ihm gefallen. Und wie?
in seinem Video, da hat er sich extrem wohl gefühlt. Luxus brauche ich keinen. Und zum Wohlfühlen beigetragen hat ganz gewiss sein offenes Haus. Gastfreundschaft war beim Pfarrer Karl-Heinz immer sehr groß geschrieben. Ein feiner, zugänglicher, humorvoller Mensch mit einem guten Draht zu den Kindern, jahrelang Religionslehrer, mit ganz viel Gespür und den richtigen Worten hat er christliche Werte vermittelt und dazu gehörte für ihn auch das Staunen über die Schönheit der Schöpfung. Beim Pfarrer waren auch die Ministranten sehr willkommen. Seine herzliche, liebenswürdige Art, seine Sprüche, das hat sehr motiviert, wie auch die jährlichen Ministrantenausflüge. Gemeinschaft, Zusammenhalt, Selbstbewusstsein, Selbstständigkeit, so viel Wertvolles hat der Pfarrer vermittelt und damit, der Bischof hat schon gesagt, einige Generationen von heranwachsenden jungen Menschen geprägt. Für sie war beim Pfarrer immer Platz, nicht nur in den Kirchen, auch am Dachboden, bei so mancher Party oder im Bidum in Hegerau. Ein weites Herz, ein offenes Ohr, offene Hände. Nie jemanden spüren lassen, dass er weniger wert ist. Menschen helfen, ob in der Nachbarschaft oder auf der anderen Seite des Globus, Heimat geben den Menschen da in den Pfarrgemeinden, aber auch denen, die auf der Flucht sind, auf der Suche nach Frieden und Sicherheit. Caritas, Bruder und Schwester in Not, Hilfe gegen Hunger, Ausbeutung, Krankheit. Karl-Heinz Baumgartner, der hat nicht nur geredet und für diese Dinge geworben, er hat gegeben. Das darf man sagen, sein letztes Hemd. Er hat von Gott erzählt, wie man es so noch nicht gekannt hatte. Ein Gott und eine Seelsorge ganz nah bei den Menschen. Von den Bildungstagen für Hausfrauen bis zur Gründung des Arbeitskreises Lebensraum Lechtal, im Anliegen die Schöpfung zu bewahren und eine von christlichen Wertmaßstäben geprägte Dorfkultur zu erhalten oder auch wiederzubeleben. Und wenn es um den Menschen geht und um seine Würde und um das Leben, die Meinung vom Karl-Heinzer Pfarrer muss sich einmischen, Position beziehen. Zum Beispiel in einem Brief an einen Politiker, Pfarrer Karl-Heinz schreibt, wenn es im ganzen Land nirgends mehr Gebiete gibt, in denen mehr als nur die kurzatmige Heutigkeit zu spüren ist, dann werden wir zu Eintagsfliegen. Nützen Sie bitte alle Ihre Macht, um gegen die kulturlose Unvernunft zu helfen. Wir vertrauen auf Sie. Davon war er zutiefst überzeugt, dass uns aus der Schöpfung die Schönheit, die Liebe Gottes zu seinen Geschöpfen entgegenleuchtet. Er war ein Botschafter für den Schutz der Natur und aller Lebewesen. Schon Jahrzehnte hat Pfarrer Baumgartner gepredigt, was Papst Franziskus in seiner Umweltenzyklika Laudato Si der Welt ans Herz legt. Kommentar von Karl-Heinz nach der Veröffentlichung: Ich bin sehr mit dem Papst zufrieden. Der Schutz der Wildflusslandschaft am Lech und was sich durch alles unnachgiebige Bemühen darum entwickelt hat, ein Naturjuwel, das seinesgleichen sucht. Im Film war er Motor, Motivator, Mahner. Immer wird sein Name damit verbunden bleiben. Und er konnte alle guten Kräfte bündeln. Zusammenarbeit mit Umweltschutzorganisationen, mit Professoren, mit zuständigen Stellen im Land, mit Pädagogen, mit Blutschink, Toni und Margit, Autoren und Fotografen wie Werner Gammerit. Vom Lebensraum Lech bis zum Naturpark, das ehrgeizige, sachliche, hartnäckige Engagement, es hat so gute, weite Kreise gezogen. Was er dabei nie verschwiegen hat, zum Menschen gehört wesentlich seine Verbundenheit mit Gott. In
in den alten Schriften der Bibel wie in der Schöpfungsgeschichte, die wir gehört haben als Lesung, da ist uns ein Stück Menschenrecht der Hoffnung überliefert. Menschen haben das Lied vom guten Anfang der Dinge gesungen, dass die Welt und das Leben nicht eisigen Zufällen entspringt, sondern aus der Hand Gottes kommt. Gott sah alles an, was er gemacht hat, und siehe, es war sehr gut. Die Hoffnung der Menschen, das sind ja immer zwei Lieder. Das eine, es war einmal, und das andere, einmal wird es sein. Einmal wird es sein, dass die Lahmen tanzen, die Stummen singen, die Tyrannen von den Thronen stürzen und die Toten leben. Die Hoffnung geht aufs Ganze. Und aus dieser Hoffnung dürfen wir alle miteinander leben. Und wer so hoffen kann, der wird auch anders leben. Der wird Sorge tragen für sein Innenleben, für ein heilvolles Zusammenleben, für die Atemluft, für gute Lebensräume, für die Kinder. Und dann werden wir selig sein, wie der Pfarrer in einer seiner Predigten geschrieben hat, ich darf ihn zitieren. Selig seid ihr, weil ihr eurem Gewissen folgt und tut, was euch in jeder Situation als das Beste und Richtigste einfällt. Selig die Friedfertigen, sie sind schon einigermaßen fertig, der Friede lebt schon in ihnen. Selig die Trauernden, sie haben ein Herz, das Elend der Mitmenschen lässt sie nicht kalt. Bei ihnen finden Leidende Trost. Selig die Sanftmütigen, sie sind die, die die aus den Fugen geratene Welt zusammenhalten mit Mut, Weisheit und Güte. Wer sich zu einem solchen Lebensstil verlocken lässt, der tritt in einen Dialog mit Gott. Viel wird von ihr verlangt, aber Glaube und Hoffnung werden an Tiefe gewinnen. Lieber Karl-Heinz, lieber Pfarrer, für alle Hoffnung, für alle Ermutigung, die du uns geschenkt hast, sagen wir in tiefer Verbundenheit ein herzliches Vergelt's Gott. Du hast Gottes Schöpfung, diese Welt, das Leben so vieler Menschen ein Stück heiler gemacht. Wir wollen mit Gottes Hilfe in deinem Sinn weitermachen. Und in deinem Namen darf ich noch allen danken, die dich begleitet haben, besonders in der letzten Zeit, wo so manches von dir abgefordert war, auch gesundheitlich und altersbedingt. Da war eine tiefe Verbundenheit und von dir eine große Dankbarkeit. Schau weiter auf uns, vergelt's Gott. Wir danken dir für alle Verbundenheit mit unserem Pfarrer, für die vielen Jahre, die er uns bei uns gelebt und als Priester und Seelsorger in der Pfarre Steg, Hegerau, Kaisers und Holzgau so segensreich gewirkt hat. Wir bitten dich, lass ihn in deiner Liebe für immer geborgen sein und tröste alle, denen er sehr fehlen wird. Wir bitten dich, erhöre uns. Gott, wir danken dir für den tiefen Glauben, der unseren Pfarrer erfüllt und beglückt und den er so einladend, tröstend und stärkend vermittelt hat. Wir bitten dich, lohne ihm sein treues Dasein für die ihm anvertrauten Menschen
und lass uns in den vielen Spuren, die er uns gezeigt und vor allem so glaubwürdig vorgelebt hat, mit Zuversicht und Hoffnung und mit ihm verbunden unterwegs bleiben. Wir bitten dich, erhöre uns. Gott, wir danken dir für den guten Draht, den unser Pfarrer zu Kindern und jungen Menschen gefunden hat. Es war für ihn eine Freude, sein Herz und seine Türen zu öffnen, Menschen aller Generationen zu begegnen, mit uns ins Gespräch zu kommen, Zeit zu verbringen und Leben und Glauben zu teilen. Wir bitten dich, schenke uns allen Freude am Leben und am Glauben und ein offenes Herz für Menschen aus nah und fern, in unsere Aufmerksamkeit und Hilfe brauchen. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir danken dir für das große Engagement unseres Pfarrers im Anliegen der Bewahrung der Schöpfung. Als Seelsorger und langjähriger Leiter des Diözesanen Arbeitskreises für Schöpfungsverantwortung hat er sich unermüdlich dafür eingesetzt und unser aller Verantwortung dafür eingemahnt. Wir bitten dich, öffne unsere Augen für die Schönheit der Natur. Schenke uns das rechte Maß, damit wir auf überzogene Ansprüche verzichten und achtsam und in Ehrfurcht mit dem Leben und der uns anvertrauten Erde umgehen. Wir bitten dich, erhöre uns. Gott, wir danken dir für viele schöne Begegnungen mit unserem Mitbruder Karl-Heinz im ganzen Dekanat, für unser gemeinsames Unterwegssein, für seinen Humor, aber auch für seine klaren Worte und für sein Herzensanliegen, Gott und den Menschen nahe zu sein. Immer wird er uns darin auch Vorbild sein. Wir bitten dich aber, stärke in uns allen Glaube, Hoffnung und Liebe und begleite die Menschen in unserem Pfarrgemeinen mit deinem Segen. Wir bitten dich, erhöre uns. Gott, nimm Pfarrer Karl-Heinz auf in dein Licht und in deinen Frieden. Und lass uns ihm dankbar verbunden bleiben in Jesus Christus, deinem Sohn, der uns allen Bruder geworden ist und Leben schenkt in Zeit und Ewigkeit. Amen. Und ich sag, schwer ist diese Zeit für mich. Von klein auf kenne ich dich. Und wenn schon seh ich nur das Licht, denn dich vergesse ich nie. Denn dich vergesse ich nie. Wir alle vergessen dich nicht. Die ganze Woche schon spürt man in den Gemeinden Kaisers, Holzgau und Steg eine bedrückende Stimmung. Überall begegnet man betroffenen, wirkenden Menschen, die schwarzen Fahnen an den Kirchtürmen verkünden Trauer. Die Kirchen sind verwaist und der Platz am Altar ist leer. Unser Pfarrer Karl-Heinz Baumgartner, Ehrenbürger von der Gemeinde Steg und Kaisers, ist von uns gegangen. Er hat sich auf seine letzte Reise gemacht. Der Herrgott hat ihn zu sich geholt. Am 5. Oktober, an seinem Geburtstag, ist er zu uns gekommen, übernahm die Seelsorge Steg und Kaisers. Ab 1985 betreute er die Expositur Hegerau mit und 2012 wurde er auch Pfarrer von Holzgau. Wie wir heute wissen, kam er nur um 45 Jahre und 27 Tage zu bleiben, sondern vor allem um zu wirken. Und er hat ganze Arbeit geleistet.
Denn Pfarrer zu sein, war nicht sein Beruf, sondern seine Berufung. Wurde anfänglich seine Herangehensweise als doch sehr, sehr modern empfunden, so erkannte man schon bald, dass das ja nur zeitgemäß war. Und so führte er eine ganze Generation hinein ins Leben und eine andere begleitete er auf dem Weg durchs Leben. Er liebte die Kinder, förderte die Jugend. Er war für die Erwachsenen immer und für uns alle da. Hatte Verständnis für die Sorgen und Probleme der Menschen, half nach Lösungen zu suchen, spendete Trost, weckte Zuversicht und er nahm sich für die Alten und Kranken sehr viel Zeit, linderte so ihr Leid und nahm ihnen die Angst vor dem Sterben. Er versuchte allen gerecht zu werden, nur jenen, die sich besonders schwer taten, denen galt sein besonderes Augenmerk. Er vermittelte dem einst doch eher gottesfürchtigen Volk im obersten Lechtal ein ganz neues Gottesbild, das eines unendlich gütigen, barmherzigen und alles verzeihenden Schöpfers und nicht eines Gottes, der da kommt mit Feuer und Schwert, um die Welt zu richten. Mit seiner Ausstrahlung, seiner Menschlichkeit und seiner Überzeugungskraft in seinem tiefen Glauben holte sich unser Pfarrer immer mehr Mitbürger ins Boot. So ist ihm auch gelungen, vielen die Augen für sein Herzensanliegen zu öffnen. Den Blick auf die Schöpfung und das Wunder der Natur zu lenken und zu schärfen. Seiner Beharrlichkeit ist es zu verdanken, dass bei uns im Lechtal für künftige Generationen vieles erhalten geblieben ist, wovon andere Regionen nur träumen können. Man soll ja nicht an Zufälle glauben, aber eigenartig ist es schon, dass wir im heurigen Jahr, bedingt durch die bekannten Umstände, an allen hohen Feiertagen, dem Herz-Jesus-Sonntag, an den Kirchweihfesten und am Hohen Frauentag mit unserem Pfarrer die Gottesdienste im Freien gefeiert haben. Die Standorte der Festmessen waren am Dorfplatz, beim Denkmal von der Dr. Anna Dengel, auf seinem Platz, dem Karl-Heinz-Baumgartner-Platz, der für sich für ihn so zutreffend direkt an der Brücke zur Kirche befindet. Und jetzt dieses schlichte Requiem in der Natur. Ja, das alles passt genau zu unserem Pfarrer, der in seiner Lebensführung ja ein ungemein anspruchsloser und bescheidener Mensch war und der nun zufällig am Allerseelentag Platz genommen hat am Tisch des Herrn. Lieber Karl-Heinz, im Namen der drei Gemeinden Kaisers, Holzgau und Steg sage ich dir, unserem Pfarrer, ein aufrichtiges Vergaltsgott. Herr Pfarrer, Ruhe in Frieden. Thank you.
Dein Leib war Gottes Tempel. Der Herr schenke dir ewige Freude. Von der Erde bist du genommen, zur Erde kehrst du zurück, der Herr aber wird dich auferwecken. Es weht der Wind, ein Blatt vom Baum, von vielen Blättern eins. Dies eine Blatt, man merkt es kaum, dies eine Blatt war deins. Doch dieses Blatt allein war Teil von unserem Leben. Drum wird dies eine Blatt uns immer wieder fehlen. Du hast selber gesagt, ein wahrer Himmel tragt mir in seinem Herzen unter den Geiz und Weg, der um mich führt. Du hast selber gesagt, die Liebe ist das Licht in unserem Herzen und die Liebe ist der Weg, der um mich führt. Du hast fest geglaubt, das alles muss man nicht verstehen. Du hast fest gedacht, dass das Kind es wird wunderschön. Ja, und du warst jetzt wo der Himmel ist und den Geist jenseits von Raum und Zeit. Ja, und du warst jetzt was der Himmel ist. Er war aber da, so klar, dass es ihn geht, das ist der Himmel geht. Ich sich die von mir und all die Bilder lebe in ins Weite und ich trag sie wie ein Schatz ganz tief in mir. Und so viele Menschen hast du in dem Leben als Bedeiter. Ihre Liebe findet jetzt den Weg zu dir. Menschen, die vor dir den Weg schon gekommen sein, wirst du wiederfinden und das Vater Himmel sei. Ja, und du warst jetzt wo der Himmel ist. So segne euch alle Menschen, mit denen wir verbunden sind und für die wir Verantwortung tragen, der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Herr, gib dem verstorbenen Karl-Heinz die ewige Ruhe. Das ewige Licht leuchte. Lass ihn leben im Frieden und in der Freude bei dir. Amen.